Ein starkes Zeichen setzte die Mödlinger Wirtschaft im Rahmen des Neujahrsempfangs in der Wirtschaftskammer Mödling. N1 war für sie dabei. Ein großer Empfang, wenn man schaut, wie viele Wirtschaftstreibende sich eingefunden haben. Ja, ich bin ganz, ganz froh und ganz, ganz happy, dass der Neujahrsempfang so toll ankommt. Wir haben Ihnen ganz tolle Themen auch vorbereitet für die Wirtschaft, für die Jugend, einen Ausblick auf 2017. Und ich glaube, mit dem Programm können wir sehr zufrieden sein und es steht sehr viel Arbeit vor uns. Wenn man sich umschaut, die Wirtschaft in Mödling gibt ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Immer. Mödling und der Bezirk Mödling ist ein sehr prosperierender Bezirk mit einer starken Wirtschaft und was sehr wichtig ist, ist auch gut aufgestellt. Also wir haben die Leitbetriebe, wir haben Klein- und Mittelbetriebe, wir haben sehr eloquente Ein-Personen-Unternehmen und was mich sehr freut ist auch, dass die Wirtschaft einen sehr guten Zugang zu unserer Wirtschaftskammerorganisation hat. Das sogenannte Altobmann, stolz, was Sie vor einigen Jahren ins Leben gerufen haben mit diesem Neujahrsempfang? Ich darf so sagen, stolz ist nicht unbedingt ein Ausdruck, den man in der Politik verwenden sollte, aber sehr zufrieden. Weil ich glaube, wir können heute mit unserem neuen Obmann, mit dem, was unsere Wirtschaftskammer geschaffen hat im letzten Jahr und in den vergangenen Jahren, sehr, sehr zufrieden sein. Man hat gesehen, unsere Präsidentin hat so eine ganze Reihe aufgezählt, was wir erreichen konnten. Und unser neuer Obmann hat ganz, ganz tolle neue Ideen eingebracht. Und ja, er macht es sehr gut und ich bin sehr, sehr zufrieden und ja, stolz, na vielleicht doch ein bisschen. Stolz auf diese, Ihre Wirtschaftskammer im Bezirk Mödling? Vor allem stolz auf die Unternehmer im Bezirk Mödling. Ja, das kann man zu 100% sagen. Wir sind ein boomender Bezirk und wir freuen uns, wenn wir als Wirtschaftskammer diese Unternehmer unterstützen dürfen. Wie funktioniert die Wirtschaft in Kumpolskirchen? In Gobitzkirchen funktioniert die Wirtschaft sehr gut. Wir haben auch ein gutes Einvernehmen mit unseren Wirtschaftstreibenden, weil uns das ganz wichtig ist, hier mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil Unternehmer, wie das Wort besagt, unternehmen etwas. Und etwas unternehmen ist auch für die Zukunft zu investieren und auch die entsprechenden Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Wirtschaft in Wiener Neudorf, das ist ja etwas mit einer Erfolgsbilanz. Natürlich, also wenn man heute die Werte gehört hat, also wir haben ja knapp ein Fünftel der Betriebe in Wiener Neudorf, ein Fünftel der Arbeitnehmer vom Bezirk in Wiener Neudorf. Also die Wirtschaft ist ein ganz wichtiger Faktor für uns und habe auch einige Unternehmer aus Wiener Neudorf heute schon gesehen. Also ganz wichtig. Eine Gemeinde wie Brunn am Gebirge ist letztendlich auch ein Wirtschaftsunternehmen. Wie funktioniert Ihr Wirtschaftsunternehmen Brunn am Gebirge? Naja, wir haben sehr viele Wirtschaftsunternehmen bei uns in Brunn am Gebirge. Wir sind ja eine der die meisten Firmen, also gibt es im Brunn am Gebirge ein Drittel unserer Einnahmen kommt aus der Kommunalsteuer und die Gemeinde selbst ist ja mit knapp 140 Angestellten natürlich auch ein Riesenunternehmen gehört geführt. Wir haben den Wirtschaftshof, wo 30 Mitarbeiter sind, sehr viele in den Kindergarten und das ist natürlich eine große Aufgabe für die Gemeinde, um das ordentlich auf die Reihe zu bringen. Was bietet der Raum Mödling der Wirtschaft, dass sich so viele Unternehmen hier ansiedeln? Zum einen ist es sicherlich die Geografie. Wir sind hier an den Schnittpunkten hervorragender Verkehrswege, die nach ganz Europa führen. Egal, ob es jetzt die Straße oder die Bahn ist. Und nicht zu vergessen, aber auch unser Ausbildungsniveau. Egal, ob am Lehrlingssektor, der heute von der Präsidentin angesprochen wurde, bis hin zu allen Schulen, mit Ausnahme eines universitären Zuganges, den wir allerdings 15 Kilometer von Mödling her haben. Also bestqualifizierte Arbeitskräfte, hervorragende Geografie und wenn das dann keinen goldenen Boden hat, was dann? Wo die Wirtschaft ist, ist der Wirtschaftsbund auch nicht weit. Das eine bedingt ja letztendlich auch das andere. Die Wirtschaft und der Wirtschaftsbund sind untrennbar miteinander verbunden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Wirtschaft eine Interessensvertretung hat in der Wirtschaftskammer, aber natürlich auch eine politische Interessensvertretung hat mit dem Wirtschaftsbund. Unsere Präsidentin sagt immer, Wirtschaften war noch nie leicht und genau so ist es. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung, so ein Jahr zu begehen. Nur denke ich, dass es wichtig auch ist, ein Jahr mit Optimismus zu begehen, die Chancen zu nutzen und damit ergibt sich auch die Chance, dass es ein gutes Jahr werden kann.